Singen. Futzebel. Wir spielen den Ball. Bild haben wir ja vorbereitet, auch im Stream. Also so ganz secret ist es ja nicht, was wir spielen. So. Es wird natürlich etwas mit Righteous Fire zu tun haben. Ending. RS. Und Force Blink. Okay. Bester Name wieder, ne? Das Game ist schon sexy laut auf jeden Fall, ne? So. Game ist sogar ein bisschen zu laut, würde ich fast sagen. Das ist nur bei mir so. Es ist ja ein bisschen früher am Morgen für mich hier. Also ist es jetzt ja auch. Aber ich denke mal. Holy shit, ey. Für viele andere natürlich auch. Oh. Jetzt läuft direkt schon mal die Nase. Muss mich noch mal eins lauter machen, falls ich dann doch mal was sagen will. Wow. Ich hätte gern mal diesen besseren Hillock, bin ich ehrlich. Wir hatten den einfach noch nie. Achso, ich habe gestern ganz kurz schon mal angefangen zu zocken, um ein, zwei Sachen vorzubereiten. Und ich will halt direkt den unkomfortablen Weg gehen. Weiß gar nicht, ob ich von hier was nehmen will. Ne, ist halt immer die Frage so. Converted to Fire Damage ist aber allerdings immer geil. Um die Season anzutesten, um viele Dinge zu tun halt. Schon cool eigentlich, dass der so ist. Ich weiß nicht, ob wir schon den anderen tragen könnten. Alter, wir können einfach fast alles davon tragen. Die Schuhe sind crap, aber ist egal. Handschuhe genauso, die Rüstung ist schon mal ein bisschen was. Das Ding ist schon ein bisschen was. Hier haben wir auch so ein Level drauf, ne? Also da haben wir plus 9 Energy Shield, ne? Also es ist jetzt nichts im Prinzip, aber es ist halt schon einfach witzig, weil ich das mal ausprobieren wollte, auf jeden Fall schon mal, wie es geht. So. Sing, weg damit, weg damit. Dann das könnte besser sein wie das natürlich. Ja. Macht jetzt eh keinen Unterschied am Anfang. Die Eiskette kann ich ja schon tragen. Jetzt werde ich auch tragen, denke ich mal. So. Das werden wir auch schon mal alles mitnehmen. Auch wenn wir es noch nicht tragen können,
werden wir das ja bald. So. Spells. Uno. Nummer das. Flame Wall Frostblink. Element Profilation. Oh, jetzt habe ich den anderen Spell ja weggetan, ne? Theoretisch kann man Molten Strike verwenden. Ne, habe ich den reingetan? Ne, ich habe den schon gesockelt. So, Ding. Ja, aber ich habe tatsächlich am Anfang mit einem anderen Spell gespielt. Ich wollte nur gucken, ob wir den vielleicht schon kaufen können. Tatsächlich, aber. Ja, scheiß drauf. Die paar Level machen wir jetzt so. Aber wir werden jetzt erstmal hier runter gehen und hier unten ein bisschen die ganzen Live-Rack und Firestuff-Sachen absnacken. Mhm. In der Hoffnung, dass wir vielleicht das hier nicht brauchen. Müssen wir mal gucken. Kann sein, dass wir das brauchen und zurückskillen müssen. Für Righteous Fire relativ früh, aber das sehen wir ja dann, ne? Unser Bild beruht ja nicht zwingend darauf, sondern eher auf dem Frostblink, was DPS angeht. Deswegen müssen wir da mal gucken. Lul. Das hatte ich noch nie. Oh, cool. Ja, also jetzt zum Beispiel bei der Season kann man direkt gucken hier, was wir so Schönes haben. Ist halt einfach. Jetzt ist es richtig laut, läuft. Moment, sorry. So, was wir einfach haben, ist halt. Ich finde es halt richtig geil bis jetzt, ne? Ich weiß nicht, wie viel random davon ist, aber wir kriegen ja bald neue Skills dann hier wieder. Und hier kann man dann passiven Skill mit Block Damage, Physical Damage, Attack Skills, die Increase Damage und Chance to Ignite. Chance to gain Dune Charge. Also, das kann man jetzt hier schlecht lesen, actually. Das ist vielleicht im Deutschen nur so, ich weiß es nicht. Wenn wir es hier lesen, ist das halt auch sehr ähnlich, ne? Aber in Endurance Charge und Kill while holding a shield ist schon gar nicht so bad tatsächlich. Aber so diese Sachen brauchen wir jetzt erstmal alle nicht, ne? Deswegen würde ich jetzt hier zum Beispiel nochmal. Ups. Würde ich einfach nochmal die Waffe auswählen, um zu gucken, was wir hier kriegen. Einfach nur, weil ich es witzig finde. Gut wird ist das hier alles halt nicht, ne? Und viel Damage machen wir ja eh auch noch nicht, also wir sollten da nicht viel nehmen. Ich habe mal auch ausgetestet, wie das so wird, wenn man mehr nimmt, also viel mehr Gegner hier. Und tatsächlich ist das halt nur ein Problem, wenn man, wenn die zu viel Leben haben und so. Ansonsten overwhelmen die dich ja nicht so wirklich, wenn die schnell genug sterben würden. Aber die Defensive von denen ist schon insane teilweise dann. Einfach die Anfangsquests hier machen. Das Schöne ist halt, wir kriegen relativ fast eigentlich bisschen fast von einer Mini-Compin und eigentlich relativ fast auch Fire Damage. Was für uns halt relativ wichtig ist, ne? Also Chance to Ignite und das Igniten selber. Wenn wir den mal machen, vielleicht kriegen wir da was Cooles. Ja, wie Tinky einfach dadurch sieht, was wir angezogen haben. Singen. So. Oh. Ich habe keinen Filter. Ja. Outdated so ein bisschen. Das machen wir jetzt auch direkt mal, weil mich kotzt das immer an. Oder das. Unterlassen Sie dies.
singen. So. Fangen wir mal ganz normal mit dem an. Ah, muss man sich wieder einloggen, ne? Oh. Ich hasse das, weil jede Season ist das für mich neu, mich da einzuloggen. Steam. Steam, 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 Steam. Immer schön über Steam da einloggen, in der Hoffnung, dass sich das, das Ding merkt. Jetzt kriegt man natürlich den Account noch. Die Bestätigung per E-Mail. Ja, man muss ja heutzutage das doppelt und dreifach alles sichern. Da sind es irgendwelche Lurche, sich denken, dass mal in den Account gehen und wichtige Daten klauen für den Patient. So. Sengen. Filternamen. Filter. Ladus. Singen. Dauert jetzt nicht lang, ne? Ich muss nur jetzt halt die Dateien auch reinfügen und dann passt das schon wieder. So. So. Singen. Müsste geklappt haben. Ah, jetzt geht auch PoE Trade anscheinend, ne? So, Leute, sorry. Ich dachte, ich hätte gestern alles vorbereitet, aber ja, irgendwas vergisst man halt immer, ne? Man braucht ja auch nur 1000 Apps, damit dieses Spiel auch sinnvoll funktioniert, anstatt dass einfach vom Spiel selber integriert ist und das jeder hat. Wäre auch für Neuanfänger vielleicht eine Idee. Um sowas würde ich mich tatsächlich als erstes kümmern. Also, hier ist wieder kein Front oder so an die Entwickler. Ne? Die machen ja schon übel viel für die Leute, die das Spiel spielen. Aber die brauchen ja auch neuen Zuwachs immer. Und am Anfang der Season kriegen die ja immer viele Leute, die das wieder zocken. Also, diese Season hat ja irgendwie dieses All-Time-High wieder oder so geknackt. Weil anscheinend viele Leute Bock haben, das Game zu zocken. Ne? Was ich auch gut finde. Aber, ja. Für uns heißt das halt einfach nur 2-3 Wochen warten und dann sind da, keine Ahnung, 50-70% der Spieler von weg. Und dann sind nur noch wir da, die auch noch mal ein paar Wochen mehr machen. Vielleicht nicht sogar 1-2 Monate fast schon noch und dann war es bei uns auch schon meistens. Weil wir selber gar keine Items gedroppt haben, die gut sind oder so ein Scheiß. Yeah. Ihr wollt mich schlagen, was ist denn? Trash. Manarek brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich hab die Portals gar nicht genommen gerade eben. Ach, scheiße, Digga. Ist ja nicht schlimm. Aber hier haben wir eine Portal Roll. Nee, nochmal Zeit gespart. Hier natürlich noch eine. Ich
Ah, wir könnten auch noch mal Arcane Search nehmen. So. Ja, passt so. Genau, die Pot Rolls ist auch schon mal ganz angenehm. Die können wir jetzt einfach wegtun, keine Ahnung, weiß nicht, was ich damit tun soll. Ne, die hat noch keine vier blaue. Schade. Dead. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das ist neu. Support attacks causing them to trigger a prismatic burst spell. Cannot support triggers attacks, bla bla. We cannot modify. Oops. An elemental at random deals damage of that type in that area. Having higher strength makes it more likely to choose fire. High dexterity. Achso, okay, lol. Okay. Okay. Wofür braucht man diesen Support-Spell auf einem Spell, den man dann nochmal extra triggert? Nee, 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 sowas kommt mir hier nicht unter die Haube, du. Das ist nur eine optionale Quest, zu den Mudflats zu gehen. Kennst du nicht, ne? Ich finde, der. Ich habe sogar, wie gesagt, mit einem anderen Spell gestartet beim letzten Mal. Von der Testweise mal so mit diesem Frost-Spell. Der hat mich auch damals für Totems sehr interessiert, muss ich sagen. Oh, die Schuhe könnten wirklich besser sein. Genau deswegen wollte ich den Filter auch jetzt schon wieder aktiviert haben. Früher dachte ich immer am Anfang so, ja, muss ja nicht, aber es kann auch manchmal sein, dass man deswegen Drops verpasst. Wenn man dumm ist, ne? Wenn man nicht immer alles mitkriegt. Gerade wenn man selber die ganze Zeit labert und nicht nur die ganze Zeit zum Beispiel auch zuhört, ist auch nochmal was anderes. Wir müssten doch jetzt sogar die Flasche aktivieren können. Und Farb. Ach, keine Ahnung, es heißt Chromatic. Es ist und bleibt ein Chromatic. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Englisch Deutsch heißt. Also, falls ihr hier seid, um irgendwas auf Deutsch zu hören, bei mir. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das am Anfang ganz kurz auf Deutsch gespielt, was mir gesagt wurde. Jo, Leute, vielleicht ein bisschen schwierig auf Deutsch, ne? Sonst kann man den Filter nicht verwenden, sonst kann man den Trade-Seite nicht verwenden. Ich so, boah, warum? Ich glaube, das allererste Bild, was richtig schlecht lief, da habe ich noch auf Deutsch gespielt. Ich nehme mir da was Gutes drauf. Oh nein, okay, wenn das schon intuitiv so passiert, dann nicht. Elemental Damage. Oh, ist ja übel Kacke, oder nicht? Lightning Damage meine ich. Ja, gucken wir noch mal bei. Ach, das muss man nur im Inventar sogar haben. Oh, wie sexy. Man kann Sachen einfach so mitnehmen und leveln. Also ich glaube, also bei unserem Frostblink, ja, wenn wir das so ein bisschen leveln mit Explosion und so nachher unterwegs sind, ja. Dann mit Righteous Fire und so, also alles, was wir jetzt nicht gesehen haben, was überlebt oder so, stirbt dann. Ne? Haben wir jetzt alles gekillt oder? Was ist hier Phase? My Destiny. Ja, gut, keine Ahnung.
Hey, warum sind wir hier zuerst rausgekommen? Was soll denn das? Irgendwie manchmal ist die Map aber auch echt gekrümmt. Eigentlich ist das ja rechts oben alles immer. Ah, da. Mir ist auch gestern zum ersten Mal aufgefallen, dass man dieses Portal übel laut summen hört. Was auch immer das für Geräusche von sich gibt. Das Spiel immer zu leise stehen dafür. Um sowas zu hören. Normally. Schade. Aber wir können eh noch keinen Zierling kriegen, wahrscheinlich. Aber drei links. Wisst ihr mal. Seng, so. Arcane Search. So, das skillen wir und wir gehen direkt nach unten, denke ich mal. Ach ja, wir müssen ja hier noch gucken. Ja, siehst du, das ist immer das gleiche mit den Boys hier. Dann chillen die nämlich noch hier. Man geht weiter und denkt sich sowieso, ist noch nicht vorbei. Wo lebt denn noch einer? Nee, scheiß auf die drei Links. Kriegen wir gleich nochmal. So. Muss ja nicht kiten. Wofür? Boah, ich weiß noch, selbst der kann für gewisse Builds, für gewisse Leute in gewissen Stadien im Spiel schwer sein, ne? Man glaubt es kaum, aber ich war auch mal natürlich so einer. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern, wenn ich gegen den spiele, wie schwer der mal für mich war. Ich weiß mal, ich glaube, der war fast ein Killable für mich, weil ich kein Damage gemacht hatte. Das ist zwar ewig her natürlich, aber das war sogar vor den ganzen Nerfs und so noch, ne? Wenn man sich das mal vor Augen hält, wie kacke man im Prinzip nach am Anfang noch war, doof gesagt. Wie viel Wissen in diesem Spiel einfach ausmacht. Ich feiere das immer wieder in dem Game. Im Prinzip braucht man halt nicht sehr viel Skill für dieses Spiel, ne? Nur sehr viel Wissen. Im Prinzip würde ich sogar fast sagen, jemand, der alles weiß, was im Spiel, wie alles im Spiel funktioniert, der ist besser wie jemand, der halt. Alter, fehlt ein Monster jetzt. Wie jemand, der halt extrem guten Skill in irgendwas hätte, wie Dodgen oder sonst irgendwas. Das brauchst du zwar auch, aber derjenige, der extrem viel weiß, weiß vielleicht einfach eine bessere Strat. Um halt nicht dodgen zu müssen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ist das halt nicht in jedem Spiel tatsächlich. Kann man jetzt zwar vielleicht mit, sagen wir mal, nicht anderen, vielen anderen Spielen vergleichen. Das müsste ja so etwas Ähnliches sein wie Diablo, aber ich glaube, in Diablo ist halt auch immer so eben ein bisschen was anderes, ne? Ich habe es noch nicht mal angetestet, ich kann aber leider deswegen auch nichts dazu sagen. Zu Sack. Du Sack. Wie viel Zeit willst du mich kosten? So. Ding. Ding. Also. Hm. Ah, scheiß drauf, wir kriegen bessere Schuhe. Physical Damage, Mana Rack, Mana Kills, Increase Damage. Oh, das ist cool.
So, bisschen davon nehmen wir noch am Anfang. Flamewall. Frostblink. Dann machen wir Flamewall hier rein. Frostblink hier rein. Das reicht erstmal. Singen. Muss mir nämlich angewöhnen, Frostblink selber zu verwenden. Das kann zwar auf dem Linksklick sein, aber ich dachte mir so, wenn ich dann sowieso schon nachher so was wie Molten Shell oder so dabei haben werde, dann ist das halt nicht wichtig. Nehmen wir natürlich mit. So, das ist ja oben links gewesen. Stimmt ja. Boah. Jo. Eigentlich mache ich das sogar meistens so, dass ich hier einmal reinsteppe und das Portal hier freischalte. Aber es ist noch früher Morgen, also verzeiht mir ein paar Flüchtigkeitsfehler, um Zeit zu sparen. Ich habe halt wirklich nicht gut geschlafen und ja, jetzt wo ich eh wach bin, dachte ich mir, scheiß drauf, dann fängst du jetzt einfach an. Das haben wir ja gar nicht eingesetzt, ne? Das sollten wir vielleicht mal machen. Könnte ich das überhaupt effekten? Ja, macht ja auch Sinn. Wobei, wir könnten das machen. Guck mal, man sieht den Bock nicht. Krass, oder? Weil der so klein ist. Crazy. Weil man könnte das ja irgendwo draufschmeißen, wenn man sagt, da ist es drauf, was man haben will. Wie auf die Gürtel zum Beispiel. Last Recovery Rate. Wenn wieso nicht, ne? Nur bis Hälfte mal. Ja, ungefähr bis Hälfte.